So, heute sitzen wir wieder zusammen und machen ein neues Video. Diesmal ist es keine Stellplatzvorstellung, diesmal ist es eine kleine Reparaturlösung. Und zwar sind wir durch Norwegen gefahren und uns wurde der Spiegel angefahren. Ja, wir haben das bei Instagram gezeigt, also die von euch, die uns da noch nicht folgen, wir können es nochmal einmal wiederholen, was da vorgefallen ist. Ansonsten, wenn es so nicht folgt, auf jeden Fall einmal bei Instagram auch Fan werden. Klar, immer auf dem Daumen nach oben klicken. Und zwar war das ganz lustig in Norwegen. Wir sind durch die engsten Pässe gefahren und waghalsigsten Schluchten und kurvigsten Straßen und das ging alles problemlos. Dann sind wir auf einer breit ausgebauten Straße gefahren, dann kam uns jemand entgegen, der mittig gefahren ist. Wahrscheinlich hat er irgendwie aufs Handy geguckt oder hat geschlafen, wir wissen es nicht. Wir sind möglichst weit rechts gefahren, hat aber nicht ausgereicht und dann hat er unseren Spiegel angeditscht, der gebrochen ist. Einmal laut bumm, ja. Genau. Wir sind noch umgedreht und haben versucht, hinter ihn herzufahren, aber der ist wirklich mit Vollgas abgedüst. Ich meine, unser Glück war, dass der Spiegel noch dran ist, somit konnten wir unseren Norwegen-Urlaub fortsetzen. Jetzt sind wir natürlich dann zu Hause in eine Überlegung gekommen oder am Überlegen gewesen, wie wir die Sache am kostengünstigsten und am schnellsten lösen können. Und ein neuer Spiegel würde sehr teuer werden, weil da die ganze Elektronik von dem Radio und so weiter mit drin ist. Und wir haben eine super Lösung gefunden, finden wir. Ja, das ist und zwar dieses große Paket, was hier angekommen ist. Haben wir diese Milenko-Spiegelkappen gefunden und ja, für uns jetzt die optimale Lösung. Wir haben zwar einen Riss an dem Spiegel, das blenden wir jetzt gleich einmal da unten rechts in der Ecke ein. Ja, ist jetzt nicht die perfekte Lösung, aber bei uns ist halt, wie gesagt, nur ein Stück Plastik ausgebrochen und die Abdeckung optisch sieht schick aus und technisch macht es, glaube ich, auch keinen Unterschied oder ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ein Stück in dem Spiegel beschädigt ist. Ja, diese Kappen sind auch für verschiedene Modelle. Wir haben jetzt den Peugeot. Ja, genau. Also passt bei allen PSA-Modellen. Es gibt zwei Varianten, lange Arm und kurze Arm. So wie wir das mitgeteilt bekommen haben, ist das aber egal. Also die Kappen, die passen bei dem Langarm und bei dem Kurzarm. Wir können auch den Link, wir setzen den Link zu dem Artikel mal einmal in die Beschreibung. Wenn ihr auch Interesse habt, gerne über den Link bestellen. Wahlweise in Weiß und in Schwarz. Ich hätte ihn lieber in Weiß genommen, aber die Regierung sagt nein, er soll schwarz. Genau, so ist es. Da hatten wir keine andere Wahl und haben ihn in Schwarz bestellt. Und ich würde sagen, wir machen mal, wie sagen den YouTuber noch alle, ein Unboxing. Oh Mann, Unboxing. So, das darfst du auch rausschneiden, wenn es zu albern ist. Du schimpfst ja immer mit mir. So, viel drin ist ja nicht, aber muss ja auch nicht. So, das Tütchen hatte ich schon mal aufgemacht. Ich wollte es eigentlich schon anbauen. Aber dann dachte ich, wir machen mal einfach ein Video. Vielleicht ja, ist es ja für den einen oder anderen ganz interessant, wie die angebaut werden und wie das Material und so weiter ist. Ja, ich würde sagen, wir gehen auch draußen in den Regen. Genau. In den Regen? Es regnet, ja. Wir warten, bis der Regen vorbei ist und ja, zeigen nochmal einmal allgemein die Verarbeitung. Also es ist in Ordnung. Man sieht auch, dass es nicht professionell verpackt wurde. Es ist etwas angekratzt, aber ist jetzt nicht so wild. Der Anbau ist ziemlich simpel. Es gibt zwei Klebepads. Diese werden in die Spiegelkappen angeklebt. Dann gibt es noch zwei Haltekappen mit Verschraubung, die dann nachher die Spiegelkappen auf den Spiegeln festhalten. So, der Anbau der Spiegelprotektoren soll jetzt sehr einfach sein. Man nimmt die Spiegelprotektoren, setzt sie auf die Spiegel, dreht sie ein bisschen drauf und kann sie dann nachher mit den zwei Befestigungen festzurren und dann sitzt es bombenfest.
Ich glaube, der Regen hört auf. Lass uns mal nach draußen gehen. Und immer dabei ist natürlich der Mowgli. Der muss nämlich aufpassen. Also das, was man aufpassen nennen kann. Der Anbau der Spiegelprotektoren geht wie folgt. Den Kanten auf die Spiegel setzen, etwas randrücken. Und das war es eigentlich schon. Zur Sicherung wird hier nochmal einmal eine Halteschiene angeschraubt. Und dann war es das eigentlich schon soweit. Bringen die Spiegelprotektoren jetzt mal auf dem kaputten Spiegel an. Wir haben das ganze hintere Teil günstig bestellen können, allerdings mit einer sehr langen Lieferzeit. Das wird nochmal in Ordnung gebracht. Allerdings, bis das Teil da ist, bauen wir den Spiegelprotektor an. Ist ja ziemlich schnell wieder abzumontieren. Somit ist hier erstmal alles geschützt und ja, es sieht erstmal wieder schick aus. Hätten wir gewusst, dass uns das im Urlaub passiert, hätten wir vorab schon mal so eine Protektoren bestellt, wahrscheinlich wäre denn gar nichts passiert. Und ich denke, wenn so ein Protektor mal kaputt geht, ist es nicht so schlimm wie ein ganzer Spiegel. Also wir hätten jetzt, also wir würden diese Protektoren jetzt immer wieder bestellen. Hier, trocken machen. Unsere Fischerei zu füllen. Das darf wohl jeder sehen, aber vielleicht solltest du das mal ein bisschen trocken machen, Tommy. Das ist doch nur hier unten das Ding. Ja. Wir wollen nicht alles hier fuschen. Jetzt hör mal auf hier mit deinem Lappen. Nur, dass das hier nicht ganz auseinanderfällt. Das soll ja auch nicht lange so bleiben. Thomas hat nämlich schon eine neue Kappe bestellt. Aber wir wollen trotzdem die Protektoren haben, weil das natürlich auch ein super Schutz ist. Und wahrscheinlich wäre da nicht direkt was kaputt gegangen, wenn da jemand gegengefahren wäre. Also eigentlich machen wir nicht so einen Fusch. Beziehungsweise wir zeigen. Wir zeigen den nicht. So. Da fehlt noch was oben. Das soll gerade nicht da oben drauf, weil sonst sieht man das hier durch. Das soll optisch ja heile aussehen, auch wenn es nicht heile ist. So. Schrauben wir es nochmal fest und dann ist es fertig.